Eigenartige Anwendungen von Coca-Cola. Der 8. Mai 1886 war der erste Tag, an dem der Welt ein süßes, braunes Elixier, welches Millionen von Beziehungen auf der ganzen Welt knüpfte, vorgestellt wurde. Obwohl Whisky einer ähnlichen Beschreibung entspricht, handelt es sich hierbei um Coca-Cola. Ich trinke meine Cola zwar lieber, aber wenn du einmal etwas Neues mit deiner Coca-Cola ausprobieren möchtest, dann sind hier coole Methoden, die du unbedingt zu Hause ausprobieren musst. Hier entdecken wir die eigenartigsten Anwendungen von Coca-Cola. Eine Toilettenschüssel reinigen. Du hast möglicherweise von diesem Nutzen von Coca-Cola gehört, da es die bekannteste aller eigenartigen Anwendungen ist. Es gibt einige Menschen da draußen, die sagen, dass die Toilette der einzige Ort ist, wo eine Coca-Cola hingehört. Wenn du einer dieser Menschen bist, dann magst du womöglich diesen seltenen Nutzen von Amerikas Lieblingsgetränk mögen. Niemand fährt darauf ab, eine Toilette zu putzen. Nimm dir einen Becher und fülle diesen mit der braunen Flüssigkeit und gib diese in die Toilettenschüssel. Lass die Flüssigkeit für etwa eine Stunde darin. Während du wartest, lösen die Phosphorsäuren in der Cola die Flecken und den Schmutz in der Toilette, auch jene, die dort schon seit einer Weile sind. Nach einer Stunde musst du nur einige Male spülen und deine Toilettenschüssel müsste wie neu aussehen. Wäsche waschen. Bist du jemals in ein Restaurant gegangen und hast vorzüglich gegessen? Und dann bist du nach Hause gegangen und hattest einen riesigen Fettfleck auf deinem Shirt? Wenn dir das schon passiert ist, dann weißt du bestimmt, dass Fettflecken fast unmöglich sind herauszubekommen. Bevor du dann völlig verzweifelst, schnapp dir eine Flasche Cola und wasche deine Kleidung. Sehr häufig ist der Fall, dass die Zitronensäuren, Kohlensäure und Phosphorsäuren in der Cola dabei helfen, zähe Flecken zu entfernen. Der erste Schritt ist, dass du dein Shirt in kaltem Wasser einweichst. Dann winde das Kleidungsstück aus und gib ein wenig Cola auf den Fleck. Der nächste Schritt ist, das Shirt in die Waschmaschine zu geben, mit einem regulären Waschmittel und dem Rest der Cola. Stelle die normale Waschen- und Trocknen-Einstellung ein und dein Lieblingskleidungsstück sollte fleckenfrei herauskommen. Wenn du eher ein Rowdy bist, welcher oft mit Blutflecken auf der Kleidung nach Hause kommt, dann ist das auch eine gute Methode, die Flecken zu entfernen. Aber besser als in einen Kampf zu geraten ist, wenn ihr euch einfach eine Cola teilt. Haare reinigen. Wenn deine Kinder dazu tendieren, dass sie sich gegenseitig Kaugummi in die Haare schmieren, dann mag das ein hilfreicher Tipp sein. Klebrige Dinge aus den Haaren zu bekommen, mag fast genauso kompliziert sein, wie ein Zahn zu ziehen. Während Coca-Cola meist der Grund dafür ist, dass ein Zahn gezogen werden muss, ist es jedoch eine gute Lösung für die Haare. Cola ist ätzend genug, um klebrige Dinge wie Kaugummi zu zerlegen. Obwohl es trotzdem eine lange Zeit benötigt, um diesen herauszubekommen, ist das eine bessere Lösung, als die Haare einfach abzuschneiden. Die Säuren in der Cola sind nicht zu stark, sodass sie den Haaren keinen permanenten Schaden zufügen. Trotz der cleveren Lösung raten wir, dass man Coca-Cola nicht für den Langzeitnutzen als Alternative zu Shampoo verwenden sollte. Also, das nächste Mal, wenn du in einer klebrigen Situation bist, dann greif einfach zu Coca-Cola. Schmerzlinderung. Für jene, die die Geschichte von Coca-Cola noch nicht kennen, das Getränk wurde von dem Apotheker John Pemberton entwickelt. Pemberton wurde bald rekrutiert, um im Bürgerkrieg zu kämpfen, in welchem er verwundet wurde und unter chronischen Schmerzen den Rest seines Lebens litt. Nach dem Krieg suchte er nach einer Methode der Schmerzlinderung als Alternative zu Morphin, was sehr süchtig macht. Nach einigen Jahren der Forschung stolperte er über eine Mischung aus Coca-Blättern, Cola-Nüssen und kohlensäurehaltigem Wasser. Pemberton und sein Partner empfanden die Mischung als sehr lecker und entschieden sich stattdessen, es zu verkaufen. Das war genug, um den Menschen mit Morphinsucht zu helfen, davon abzukommen und dabei auch noch deren Schmerz zu lindern. Nach einigen Jahrzehnten stoppten die neuen Inhaber von Coca-Cola, Coca-Blätter zu verwenden. Aber Ärzten war es eines Tages möglich, einen anderen Nutzen des Softdrinks zu finden, welcher als Schmerzlinderung diente. In vielen asiatischen Ländern verursachte der Konsum der Kaki-Pflanze Magenphytobezoa. Das ist, wenn der Magen und die inneren Organe von einem großen, unverdaulichen Objekt verhindert werden. Für Jahre waren Ärzte gezwungen, invasive, ätzende Lösungsmittel zu trinken, bevor der Eingriff vorgenommen wurde. Die Suche begann, um eine chemische Mischung zu finden, welche nicht schädlich für den Patienten ist, aber ätzend genug, um das hindernde Objekt zu lösen. Sie wussten ja nicht, dass diese Lösung bereits schon seit 100 Jahren existiert.
Ärzte begannen Patienten Coca-Cola zu verschreiben, um ihnen mit dem Magenphytobezoat zu helfen. In den meisten Fällen half das sehr gut und das Problem wurde gelöst. Oder zumindest so gelindert, sodass keine derartigen Operationen mehr benötigt wurden. Quallenstich. Wenn du diese eine Folge von Friends gesehen hast, dann weißt du von der berüchtigten Methode, um mit Quallenstichen umzugehen. Aber nicht jeder hat diesen einen Freund, welcher gerne deren hart verdienten Urin für deinen Quallenstich verwendet. Und manchen Menschen ist das auch einfach unangenehm. Die beste Methode ist, eine Flasche Essig in deine Strandtasche zu packen. Genauso wie einen Sonnenschutz und Sonnenschirm. Aber diejenigen, die keinen Essig in der Tasche herumschleppen, könnten möglicherweise eine Cola mit sich herumtragen. Wenn dich eine Qualle streift, lässt diese ein alkalisches, schweres Toxin in deiner Haut frei, was zu einem brennenden Schmerz führt. Um das zu neutralisieren, benötigst du ein leicht säurehaltiges Mittel. Die Säure in deinem Urin ist normalerweise stark genug, um diesen Job zu erledigen. Genauso gilt dies für Essig. Zitronensäure, Kohlensäure und Phosphorsäure bringen denselben Nutzen. Du kannst das genauso für andere Arten von Stichen anwenden, wie für Bienen- und Wespenstiche. Es kann genauso die Irritation von Mückenstichen lindern. Also ist es somit das Beste, wenn man milde Säuremittel zur Hand hat. Besser als Cola. Dünger. Wenn du ein Fan von beliebten Gartenpflanzen bist und auch ein Fan von Cola bist, dann magst du womöglich gerade jemanden gefunden haben, mit dem du deine Cola teilst. Es stellt sich heraus, dass Cola die Säure im Boden erhöht und somit Wachstum in Pflanzen, welche in der Natur wachsen, stärkt. Zusätzlich zu diesen Mikroorganismen im Boden halten sie eine zuckerreiche Ernährung. Und jeder weiß, dass Cola keinen Mangel an Zucker hat. Wenn du das nächste Mal im Garten bist, dann vergewissere dich, dass du selbst eine Cola trinkst und eine weitere zu deinen Homies am Boden kippst. Pestizide. Bisher hat Coca-Cola bereits Quallenstiche gelindert, Toiletten gereinigt, Wäsche gewaschen und Krankheiten geheilt. Nun kann es auch noch einige deiner landwirtschaftlichen Probleme lösen, spezifisch diejenigen, die von Schädlingen befallen sind. 2004 wurde berichtet, dass indische Bauern Coca-Cola als Pestizid verwendeten. Das saß der Coca-Cola-Farm schwer im Nacken, da Menschen begannen zu glauben, dass sie Ungeziefergift ihr Leben lang tranken. Was die Bauern damit sagen wollten war, dass die Cola, die sie auf ihre Pflanzen sprühten, eine natürliche Methode für Schädlingsbekämpfung ist. Es wurde herausgefunden, dass der Zucker in der Cola Ameisen anlockte, welche daran knabberten und die Larven somit aßen. Als Bauern das bemerkten, begannen sie ihre Wurzeln mit Cola zu begießen, anstatt mit traditionelleren Pestiziden. Die Beliebtheit dieser Methode wurde immer größer und als Bauern bemerkten, dass dies auch noch eine billigere Alternative zu industriellen Pestiziden war, war es noch besser. Jeder Haushalt hat einige rostige Gegenstände oder alte Münzen herumliegen. Du wirst möglicherweise überrascht sein zu hören, dass Coca-Cola großartig als Rostentferner dient. Alles, was du tun musst, ist einen Kübel mit einigen Litern Cola zu füllen und dann deine rostigen Dinge hineingeben. Wenn du sie einst herausnimmst, dann kannst du sie einfach abwischen und tada, deine einst rostigen Gegenstände sehen aus wie neu. Rattenprobleme. Für jene Mafiosos in der Menge, die dachten, dass wir nicht mit ihnen reden, während Typ 2 Diabetes möglicherweise für deine Rattenprobleme sorgt, ist es in 45 bis 64 Jahren nicht der effektivste Weg, einen Anschlag auszuführen. Aber für diejenigen mit einem Nagetierproblem könnte Coca-Cola möglicherweise die Methode für Mord sein. Ein wenig bekannter Fakt über Mäuse ist, dass es ihnen nicht möglich ist, hohe Gase zu überleben. Wenn du einige wenige Schalen mit Cola füllst und du diese in dunkle Ecken und Schränke gibst, dann findest du deine Wohnung schnell nagetierfrei vor. Sie konsumieren das Getränk, weil sie den süßen Geschmack genießen. Aber sie sind nicht in der Lage, mit dem Kohlensäuregehalt in dem Getränk umzugehen. Menschen und andere Tiere rülpsen, wenn sie bemerken, dass sie eine große Menge an Kohlensäure in deren Magen haben. Mäuse hingegen schwellen einfach auf und sterben dabei. Du kannst diese Methode genauso für Kakerlaken verwenden. Schneide nur ein Loch in den Deckel der Flasche und die Kakerlaken klettern einfach hinein und werden von der Säure in der Cola getötet. Das waren einige eigenartige Anwendungen von Coca-Cola. Du denkst dir nun vielleicht, wenn eine simple Cola Ratten und Schädlinge töten kann, warum sollte ich das dann jemals trinken? Glücklicherweise ist Cola komplett sicher zu konsumieren, zumindest für Menschen, da unsere inneren Organe den geringen Säuregehalt aushalten. Während zu viel von allem schlecht ist, tut es keinem weh, hin und wieder mal eine Cola zu trinken.